präzise und hart. Ja, 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 ja. Und was ist so zart? Ja, 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 ja. Hört man nicht gern? Ja, 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 ja. Hört zu und lernt. Servus Freunde, was geht? Mein Name ist Bentastic. Freut mich, dass du zur heutigen 1860 München Folge eingeschaltet hast. Und Freunde, wer die letzte Folge gesehen hat, wenn ihr dachtet, diese Folge war wild, dann Freunde, müsst ihr diese Folge hier heute sehen. Es gibt ja manchmal Dinge, die kann ich mir selber nicht begreifen, ne? Wie heißt es doch so schön? Es gibt Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Bevor wir aber damit starten, Freunde, ihr habt im letzten Video die Folge wieder hochgepusht. 6:0 Daumen nach oben, Freunde. Vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen positiven Bewertungen. Ich hoffe, dass ich euch weiter den Spaß hier bringen kann. Und ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr die Karriere so toll unterstützt. Was steht denn heute eigentlich an? Spieltag 36, 37 und 38 warten noch auf uns. Wir haben 6 Punkte Abstand auf die Relegation, dementsprechend, da war sowieso nicht mehr viel möglich. Aber schaut euch einfach das Video an, Freunde. Wenn euch diese Folge hier gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da, Kommentar schreiben. Gerade die neuen Leute würde ich mich sehr, sehr freuen. Und mit einem kostenlosen Abo könnt ihr Mitglied hier in dieser Familie werden. Schon über 400 Leute da, Freunde. Vielen, vielen, vielen Dank. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß in der besten 1860-Folge, die es bisher gab. Abfahrt. Bis dann. Ciao, ciao. Sehen wir es so, wie es ist. Der Aufstieg ist auf jeden Fall nicht mehr machbar. Aber jetzt kommt das Gute an der ganzen Geschichte. Wir haben tatsächlich den Umbruch geschafft. Es ist jetzt nur noch nächste Saison einkaufen. Und dann geht die Planung eigentlich weiter. Und damit herzlich willkommen zurück in der 1860-Karriere, liebe Freunde. Was ist hier eigentlich diese Saison passiert? Ich gebe euch mal eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung. Wir haben mit 1860 einen kompletten Umbruch gestartet. Ja? Das fing an bei Timo Meier. 17 Jahre alt, alle über Scouts gefunden. 17 Jahre alt, der deutsche 2-Meter-Torhüter bei uns in der Mannschaft. Ging weiter über Ben Schulze, 5 Sterne Spezialbewegung, auch ein Deutscher, 17 Jahre alt, ist inzwischen auf 67. Fabian Greilinger war das Naturtalent bei 1860, haben wir hochgepusht. Es ging weiter mit Ernst Baumgartner, der Österreicher, auch 17, auch schon Rating 67. Dann einer meiner besten Leute, Urs Steiner, wurde danach gescoutet, ein Schweizer, 18 Jahre alt, ZOMZM, auch mit Riesenpotenzial. Auch der hat inzwischen das 70er Rating. Dazu kam noch der nächste, den habe ich aber gerade vergessen einzuwechseln. Tobias Zauner, 5 Sterne schwacher Fuß. Auch der Junge wurde gescoutet. Krasser Innenverteidiger, 18 Jahre alt, auch der ist drin. In der Jugendakademie steht schon Stefan Lüthi als der nächste in den Startlöchern. Ja? Haben wir gescoutet, Riesenpotenzial. 58er Gesamtrating aktuell, das ist der Mann, der auf jeden Fall für Wein ins zentrale Mittelfeld gehen soll. So, und ich denke mal, mit einem aktuellen Budget von 1,5 Millionen plus das, was nächste Saison draufkommt, wird es wahrscheinlich machbar sein, die restlichen Positionen zu besetzen mit jungen Spielern. Jetzt kommen wir aber zu dem Problem an der ganzen Geschichte. Unser Vorstand hat das Ziel gesetzt, Direktaufstieg. Wir haben nur noch ein 62er Trainer-Rating. Ich hoffe einfach bei Gott, dass das auch so bleibt. Ich denke, dass wir darauf bald eine Antwort bekommen. Gerade wenn es so Gegner wie die Spielvereinigung Unterhaching gibt. Also 36. Spieltag. 1860 daheim gegen Unterhaching. 1-0 Sieg, Greilinger. Stark. Echt stark, Fabian. Bedeutet, stand jetzt auch übrigens, dass es nur noch 3 Punkte sind, aber Viktoria Köln hat noch nicht gespielt und die werden das nicht mehr vergeigen, also das glaube ich nicht. Gleichzeitig geht Stefan Lüthi hoch auf 59, das ist sehr, sehr gut, weil da muss jetzt wirklich, der muss wirklich jetzt Vollgas geben. Braucht nämlich auf jeden Fall ein 65er Rating, dass ich ihn definitiv hochziehen kann und dass Wein dann auf die Ersatzbank kommt. Und Freunde, ihr werdet es nicht glauben, aber Viktoria Köln hat tatsächlich gepatzt. Es sind tatsächlich nur noch 3 Punkte und übrigens, das habe ich noch gar nicht erwähnt in dieser Folge, ihr habt tatsächlich für den FC Ingolstadt abgestimmt, dass ich gegen die am letzten Spieltag spielen soll und die sind direkt aufgestiegen. Haha, ist ein geiles Los, was ihr mir da gegeben habt. Eine Nachricht von Efkan Bekiroglu, er möchte gegen Groß Asbach nicht auf der Bank sitzen.
Ja, und Becky Rohrklut, den werde ich tatsächlich für Baumgartner bringen. Es macht auch nicht viel Unterschied aktuell. Wir haben mal bei Spieltag 37. Auswärts gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Jetzt dürfen wir natürlich nicht mehr patzen, ne? Aua, geht hier noch was? Geht hier etwa noch was? Ich glaube gerade tatsächlich nicht, was ich hier sehe. Das ist unfassbar. Aber das Torverhältnis, das ist ein echtes Problem. Das nächste Problem kommt mit Stefan Lex. Der möchte nämlich die Freigabe, dass er mehr spielen kann. War unvermeidbar, Junge. Dafür bedankt sich aber FKN Bekiroglu für seinen Einsatz. Also das finde ich auf jeden Fall gut. Mach weiter so, Junge. Problem an der Geschichte ist jetzt, ich muss Stefan Lex bringen, weil sonst geht mein Trainer-Rating baden. Dementsprechend werde ich den jetzt auch bringen. Aber der kann ZOM spielen. Also dementsprechend werde ich den jetzt auf die rechte Seite stellen. So, und das hier dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Sascha Mölders. Boss, ich würde gerne im letzten Heimspiel nochmal auflaufen, damit ich mich von den Fans verabschieden kann. Hoffentlich ist das machbar. Aber gerne doch. Aber hallo. Pressekonferenz vorm letzten Spieltag. Warum halten Sie an Stefan Lex fest, weil er halt in der Krise steckt? Wie gehen Sie die verbleibenden Spieler an? Wir wollen Spaß Fußball spielen, aber hallo. Wie schätzen Sie Ihren jüngsten Sieg im Hinblick auf das Duell gegen den FC Ingolstadt ein? Wow. Die Spieler werden wieder klasse spielen. Okay, also halten wir fest. Wir spielen gegen den Tabellenführer, ja? Der schon längst aufgestiegen ist, der gerade mal 3 Niederlagen bekommen hat. Aber Viktoria Köln spielt gegen den KFC Uerdingen. Das ist also gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass da ein Patzer kommen könnte. Aber ich darf mich drauf nicht verlassen. Ich muss mein Spiel erstmal gewinnen und gegen Ingolstadt wird das schwer genug. Machen wir uns nichts vor. Auch wenn das ein Heimspiel ist. Wir können im eigenen Stadion aufsteigen. Beziehungsweise in die Relegation kommen, ja? Aber wir wissen nicht, was auf dem anderen Feld passiert. Wir müssen erstmal unser Ding durchziehen. Dementsprechend, alles andere ist völlig egal. Und ich könnte mir vorstellen, dass der FC Ingolstadt bestimmt was dagegen hat. Dementsprechend, schauen wir mal, wie es wird. Also, letzter Spieltag zu Hause gegen den bereits aufgestiegenen FC Ingolstadt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, mutig. 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 Mutig! Sascha Mölders trifft in seinem letzten Spiel. Erster Angriff und rein das Ding. Das ist mir in der Karriere auch noch nie passiert. Und da hat die Abwehr von Ingolstadt ja komplett gepennt. Sascha, egal was heute passiert, danke. Sascha Mölders, geiles Ding. 11. Saisontor. Wahrscheinlich das letzte seiner Karriere. Erster Angriff, erstes Tor. So habe ich mir den schnellen Aufbau von den jungen Löwen doch vorgestellt. So, trotzdem aufpassen. Die sind nicht ohne Grund aufgestiegen. So, ich weiß jetzt aber auch nicht, ob das einfach nur Glück war jetzt mit der ersten Aktion. Oder ob ich da jetzt wirklich irgendwie vielleicht überlegen bin tatsächlich. Aber mein Spiel durchziehen. Alle Lücken zumachen. Irgendwie keine Chance lassen. Irgendwie. Oh, Ayensa. Oh, klasse von Zauner. Tobias Zauner. Aus der eigenen Jugend. Ach, übrigens. Was mir jetzt noch eingefallen ist, hat mir jemand letztens geschrieben gehabt. Ich gehe mal kurz in die Einstellung rein. Spieleinstellungen. Kamera. Also, ihr habt ja gesehen, dass es Legende ist, ne? Nur falls irgendjemand meint, ich habe hier irgendwas umgestellt, ne? Könnte ja möglich sein, dass ich hier irgendwie die Regler umstelle. Nein, steht alles auf normal, Freunde. Die ganze Zeit schon. Ah, gut. Gut, 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 gut. Kaga. Oh, da oben läuft er. Oh, da oben läuft er. Steiner. Steiner! Steiner! Oh! Und Knaller. Aber das ist echt nicht gut, was Ingolstadt da spielt. Das ist echt nicht gut. Das ist echt nicht gut. Wow! Na, aber nicht so. Wow. Steinhardt, komm, 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 hol ihn, fress ihn. Komm, Steinhardt, komm, fress ihn. Fress ihn. Wolfram, weg damit. Oh, Achtung! Und Meier hat ihn. Meier mit seinen 2 Meter. So, und gleich der Konter, gleich der schnelle Aufbau. Was für, oh, ganz, ganz wichtiger Pass. Steiner, ganz außen. Ganz außen, da kommt er. Oh, der geht nicht zum Ball. Schade. Aber jetzt Achtung, 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 verteidigen. Achtung in der Verteidigung. So, da steht die Viererkette und das ZDM ist auch dabei. Und das Mittelfeld kommt, sehr schön. Perfekt, Steiner. Oh, in der Mitte kommt er. In der Mitte kommt er. Oh, aber nicht so. Oh, in die Mitte, Rückraum. Oh, schade. Okay, ist Halbzeit. Sehr gute Halbzeit.
1860, sehr gute Halbzeit, Freunde. Sehr gut. Oh mein Gott, Freunde. Halbzeitergebnis. Uerdingen, Viktoria Köln 1-1. Jetzt nicht lange rummachen, genauso weiterspielen wie gerade eben. Und dann 2-0 machen und Feierabend. Ja, da geht's schon los. Da geht's schon. Oh, böses Foul. Was kriegt Paulsen jetzt? Kriegt er nur gelb? Rot! Rot für Paulsen! Ich habe gerade eben schon überlegt, ist das jetzt gelb oder ist das rot? Unnötiges Foul von Ingolstadt. Ganz, ganz unnötig. Was? Ah, aber nicht so. Egal, Zauner. Zauner. Steiner. Ball ist immer noch heiß. Mölders. Mölders! Oh, meine Güte, Sascha Mölders. Das hätte das Tor zur Relegation sein können. Aber trotzdem, wir dürfen nicht vergessen, die sind aufgestiegen. Also daher, egal ob zu 11. oder zu 10. Ayensa, da kommen sie schon. Ananu. Achtung, Flanke. Kopfball von Elva. Oh, meine Güte. Steinhardt. Steinhardt. Das ist die Lücke. Das ist die Lücke. Steiner mit der Flanke. Jetzt komm, mach ihn. Oh. Und Ingolstadt kommt aus der Abwehr nicht raus. Die kommen aus der Abwehr nicht raus. Wein. Mölders, jetzt mach ihn. Wieder Pfosten. Das gibt's doch nicht. Flanke. Oh mein Gott. Und Achtung, sie kommen. Achtung, sie kommen. Krause. Ayensa. Krause und Zauner ist da. Und geradeaus. Und Abfahrt. Über Lex. Und auch das ist ein Foul. Auch das muss eine Karte geben. Und das ist gelb. Okay. Gelb für Marcel Gauss. Es läuft gut. Es läuft alles super. Aber wir brauchen dieses zweite Tor. So, Wein. Wein. Mölders. Jetzt. Sascha, mach ihn. Mach ihn. Ja! Sascha! Sascha mit dem Doppelpack. Sascha Mölders. Was soll ich sagen? Dankeschön, Sascha Mölders. Doppelpack in seinem letzten Spiel. Happy End. Sascha Mölders bekommt seinen Doppelpack im allerletzten Spiel. Was für eine Legende in diesem Verein. Müssen wir nicht lange drüber reden. Mit 10 Mann, da wird nicht mehr viel kommen jetzt vom FC Ingolstadt. Zu 10 auf jeden Fall sowieso nicht. Aber die werden jetzt stärker. Man merkt auch, die KI legt jetzt zu. Aber trotzdem, das ist ein Sieg jetzt. Also da passiert auch nichts mehr. Und das ist die Flanke. Das ist Ananu, Steinhardt hat ihn und das ist der 2-0-Sieg für 1860. Was für eine letzte Partie. Gigantisch. Gigantische Leistung von Sascha Mölders, was soll ich sagen. Eine Legende geht. So, wie hat Viktoria Köln gespielt? Das ist jetzt meine Frage. Wie hat Viktoria Köln gespielt? Das ist jetzt die Frage. Achtung. Wir sind in der Relegation, Freunde. Wir sind in der Relegation. Und hier steht es tatsächlich. Hier steht es tatsächlich. Wir haben es in die Relegation geschafft. Es ist nicht zu glauben. Ich krieg zu viel. Ich hätte damit niemals gerechnet. Wirklich niemals. Übrigens haben wir 1,7 Millionen Preisgeld bekommen für die dritte Liga. Das ist mal so als Nebenbrand noch. Stefan Lüthi geht noch auf die 60 hoch. Auch das können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Der wird sich bis zu Saisonende definitiv noch steigern. So, und jetzt ist die Frage, gegen wen? Immer noch nichts passiert. 25. Mai, immer noch nichts passiert. Die Tage vergehen und vergehen. Oh, zwischendurch kommt mal eine Nachricht von Stefan Lex. Vielen Dank für die Chancen, die sie mir in letzter Zeit gegeben haben. Ich bin jetzt viel zufriedener. Ja, ist okay, ich bin stolz auf dich. Wollte gerade noch den Verein wechseln, aber ich bin stolz auf dich, Stefan. Stefan Lüthi übrigens jetzt auf Rating 61, by the way. Ja, also es passiert genau das, was ich zuvor gesagt habe. So, und jetzt kriegen wir gleich eine Antwort. Wer ist der Gegner? Und Freunde, besser könnte es eigentlich nicht kommen. Was passiert hier? Gruß an alle 60er da draußen. Das Relegationsspiel trennt nur 105 Kilometer. Ich habe gerade nachgeschaut. Es ist das Derby gegen Jahn Regensburg. Da wirst du doch bekloppt. So, und ganz, ganz kurz für die Leute, die den Ablauf jetzt noch nicht kennen. Ja, machen wir in den Livestreams genauso. Deshalb würde ich sagen, machen wir das jetzt hier genauso. Und in der Mannheim-Karriere haben wir es auch so gemacht, in den ganzen Europapokalspielen. Ich würde jetzt einfach sagen, Hinspiel simulieren wir. Und in der nächsten Folge Rückspiel machen wir selber. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin.
Ich habe echt ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Ne? Ich weiß nicht, was das jetzt hier gibt. Oh mein Gott. Ich weiß es wirklich nicht. Relegation. Hinspiel gegen Regensburg. Achtung. 1-1. Okay. Damit kann ich sehr gut leben, auswärts. Okay, Nico Kager fällt zwar jetzt für 2 Monate aus, hat eine gebrochene Rippe, aber wir kriegen das hin. Ich habe nämlich gesehen, ich kann hier ein bisschen umstellen. Ich habe nämlich gesehen, dass Fabian Greidinger auch LM spielen kann. Dementsprechend stellen wir den jetzt einfach mal hier hin. So, dann brauchen wir hier einen fürs rechte Mittelfeld. Da haben wir ja Stefan Lex. So, der kommt auf jeden Fall hier rein. Und das bedeutet, dann kann ich Kager rausnehmen für Ernst Baumgartner. So, und dann sieht die ganze Geschichte hier wieder komplett anders da aus. Und was mir gerade auffällt, Sascha Mölders kriegt noch ein Spiel. Das ist ja geil. Und dann gegen Regensburg. Wie geil wäre das, mit Sascha Mölders 1860 in die zweite Liga zu schießen in seinem allerletzten Spiel. Was wäre das für eine Geschichte? Freunde, die nächste Folge wird wild. Die wird absolut wild. Ich weiß es jetzt schon. Dementsprechend, seid auf jeden Fall dabei. Ich freue mich auf euch. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich in der nächsten Folge Relegation spielen darf. Ich freue mich drauf mit euch zusammen. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns. Bis dahin und drückt mir die Daumen in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.